Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. So, jetzt aber endlich mal hier rein. Mal schauen, was uns da alles erwartet. Dann können wir jetzt endlich mal die Hauptmission weitermachen. Mein Freund, das Oray. Muss ich ihn hin? Ich da hoch. Okay. Ah. Müssen sie hier entlang hangeln. Okay. Ist gereicht. Probieren wir es mal so. Okay. Nicht praktisch. Kann ich hier irgendwie rein? Okay, dann geht's hier weiter. Zack. Nach oben, genau. Dahin. Dankeschön. Das nächste Lager. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort. Kitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange, so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Ich könnte Upgrades machen, aber halt eben nicht für die Waffen, die ich gerade habe. Oder auch gerade nutze. Von daher lasse ich das mal. Oder was hätten wir denn hier? Auch wieder Dings, brauche auch wieder Fell. Nö, ich glaube, das lassen wir mal so. Hier gibt es noch ein Versteck, sehr schön. Bediene ich mich doch gleich mal. Dankt. So, und von Pilzen habe ich wohl scheinbar auch erstmal wieder genug. Faszinierend. Ah, und gefährlich. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Hm.
Gut, hier ist also erstmal zu. Dann mal ab ins Orrery. Okay, nichts zu übersehen. Ich glaube, da kommen wir dann wieder zurück. Ach, guck mal. Das ist unglaublich. Mal sehen, wie das funktioniert. Mhm. Sieht aus, als könnte ich das an seinen Platz ziehen. Machen wir doch mal. Okay, da noch mal. Können wir nochmal hier rüberziehen? Die Frage, wie das nachher aussehen soll. Vielleicht soll ich erstmal versuchen, da hochzuklettern. Knapp daneben ist auch vorbei, meine Liebe. Ja, ich glaube, ich muss mir erstmal einen Weg bauen. Dann machen wir das doch mal. Jawohl. Ich muss das in die richtige Position bringen. Mhm. Machen wir gleich mal. Das könnte theoretisch sogar schon... So, von hier kannst du nicht schießen. Von hier unten. Wohl, warte mal. Genau, ich glaube, ich hätte den Haken ganz gern da. Dann darüber können. Ach, Lara, du sollst da hinspringen, nicht darunter. So, da dran bitte. Genau. So, wo ist jetzt das andere? Das ist da hinten. Ach so, der hat das nicht gespeichert, alles klar. Genau, dann könnte ich nämlich da drauf und von da drauf dann dahin. Dann muss ich das aber auch nochmal umpositionieren. So wie es aussieht. Genau, und darüber kann ich dann da hochklettern. Okay, ich glaube, dann dürfte ich es jetzt haben. Gut, da drauf. Dann dort festhaken. Hier landen. Klettern wir hier hoch. Und dann können wir da dran.
Schön. Ein paar Mützen zur Belohnung einsacken. Es ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Auf der anderen Seite ist noch ein Schloss. Gut, dann schwingen wir mal rüber. Gut, dass ich da rüber laufen kann. So, drück, liebe Lara. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Ich will erstmal hier nochmal reingucken. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Ja, ist okay. Hier ist aber noch was zu lesen. Die Mongolen zerstörten alles und die Stadt versank unter dem Eis. So, hier ist ja, glaube ich, zusammengestürzt, oder? Ja. Ich muss nach da oben, okay. Gehen wir erstmal darüber. Dann würde ich gerne mal dahin. Danke. Klappt das? Ja, klappt. Sehr gut. Geduld, Lara. Jetzt. Okay. Hab ich zu lange gezögert. Was bringt mir das, wenn ich da drauf bin? Das war so nicht geplant. So, versuchen wir das aber gerade nochmal. Dahin bitte. Danke. Schade. Bisschen zu langsam. Kugel. Hopp. Danke. Geduld, Lara. Jetzt. Voll. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel hoch, alles klar. So. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Ah, jetzt vielleicht darüber. Da bringt mir das was. Ich muss irgendwie warten. Wie komme ich denn da hoch? So, da habe ich hier oben irgendwas? Nö. Oh ja. Ah ja. Und jetzt kann ich da dran klettern. Okay, gut zu wissen. Ah ja. Hopp. Jawohl. Und dann noch so ein Knicklicht in der Hand, ne? Meine Herren.
Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Klassische Ausbildung. Erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Köcher schnell hintereinander abgefeuert werden können, auf 3. Cool. Fast die Münzen noch übersehen. So, sonst noch irgendwas? Nein. Schön. Alles klar, dann klettern wir mal weiter. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, hepp. Darüber bitte. Oh. Schön gemacht. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja. Sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Okay. Kriegen wir hin, denke ich. Er hat das Land der Russ durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Interessant. Sind wohl alle missverstanden, den armen Propheten. Haken wir uns hier nochmal schnell fest. Ja, ja, mach dir mal. Das bricht zum Glück nicht runter, das Eis. Sehr schön. Echt. Okay, dann nehmen wir einen Umweg. Wenn Lara unbedingt möchte, nehmen wir einen Umweg.
Okay, können wir uns hier nochmal dranhängen? Was haben die halt hier mit der Polis? Ich kann halt hier hoch. Allerdings will ich auch gerade nochmal da unten gucken, ob da nicht noch irgendwas ist. Wir können ja auch hier runter. Nein, können wir nicht. Okay. Alles klar, dann werden wir das nächste Mal versuchen, da nochmal hochzuklettern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.